Achtung, Ernsthaftigkeit nicht vorhanden. Das erwartet dich in Teil 1 und 2 dieser Folge Nikos Gigs. Das wollte Calvin unbedingt, dass ich die noch aufhänge. Aber ich wollte auch, dass du 3-4er-Bars aufhängst. Ja. Okay. Wir stellen uns genau mittig. Und das war dann ganz cool. Was soll das eigentlich? Bumm, Alter. So, Freunde, Abbau. Abbau ist angesagt. Trotz Covid-19 war die Gym ein großer Erfolg. Und bevor wir uns auf die technische Umsetzung stürzen, hier ein Ausschnitt während der Veranstaltung. Also, herzlich willkommen den Teilnehmern der Gym. Heute kommen die unterschiedlichen Gruppen und Landesverbände zu uns. Dann freuen wir uns, Hannover Bremen begrüßen zu dürfen. Schön, dass ihr bei uns seid. Aus der Nachbarschaft in Niedersachsen, Hannover Bremen. Große Truppe, ganz engagiert reitet und natürlich auch mit vielen Fans hier ist, innerhalb der eigenen Reiterriege. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nikos Gigs. Wir haben euch versprochen, euch wieder ein Video zu machen über die diesjährige Gym, über die Corona-Gym, könnte man sagen, ne? Calvin? Hi! Ja, hallo! Deutsche Jugend-Islandpferdemeisterschaft hier in Hatten auf dem Gestüt Sandheide. Ist diesmal nicht ganz so groß, dadurch, dass ja durch Corona nicht so viele Zuschauer bzw. fast gar keine Zuschauer zugelassen sind. Aber dafür, dass es eine Corona-Gym ist, ist es schon ganz schön fett geworden. Ist schon cool geworden, genau. Wir stehen gerade auf der Passbahn in der Startbox und zeigen euch gleich, wie wir mit der Hausanlage das Ganze bespielt haben. Denn unsere Systeme kamen nur auf Ovalbahnen, Abreiteplätzen und sowas zum Einsatz, werdet ihr noch sehen. Nur hier haben wir die Haus-PL genommen, allerdings in anderen Endstufen. Und das zeigen wir euch dann mal, würde ich sagen. Ja, gehen wir weiter? Ja. Das ist die erste Box, die wir hingestellt haben von der Haustechnik. Das ist eine EMC Sageline Box, schon etwas älter, aber funktioniert gut. Und damit schießen wir eben genau auf den Start dorthin, wo wir eben gerade in der Startbox standen. Wir haben die Box noch ganz professionell, sage ich mal, mit dicken Spannfixen hinten durch den Griff am Baum gesichert, weil wir keine Lust hatten, die Dinger nachts abzubauen, weil das Turnier geht ja auch ein paar Tage. Gegen Regen wurden sie mit Mülltüten geschützt, ganz klassisch. Aber für hier hat es auf jeden Fall gereicht, vor allem, weil die Passbahn am Tag nicht so oft bespielt wurde. War das in Ordnung. Wir befinden uns hier bei 200 Metern, denn unsere Passstrecke ist 250 Meter lang. Von der Startbox, wo wir das angefangen haben, bis hier zur letzten Box. Um das Ganze zu bewerkstelligen, nutzen wir die Speakern-Trommel, die Nico gebaut hat. Hier sind wir gerade bei der 75 Meter Variante, die uns wirklich hier sehr viel Arbeit abgenommen hat, um die ganzen Kabel hier aufzuwickeln oder beziehungsweise zu verlegen. Schön ist, dass wir hier im Wald sind und man sie absolut nicht sieht und wir sie hier super dezent hinstellen konnten. Weiter hinten bei den ersten Boxen haben wir die erste Speaker-Trommel hingelegt mit 40 Metern, um halt von der T604, die wir im Zelt haben, die wir euch später zeigen werden, die ganze Hausanlage zu bespielen. Wir befinden uns gerade am Abreiteplatz Nummer 1 mit dem Collecti-Ring. Das ist eigentlich so mit der wichtigste Abreiteplatz, den wir haben. Kann man sagen. Und zwar ist der Collecting-Ring der Zirkel, in dem sich die Reiter kurz vor ihrer Prüfung befinden, wo auch nicht mehr gecoacht werden darf, was viele Trainer immer nicht so. Deswegen wird es immer durchgesagt. Verstehe das immer nicht so gerne. Genau. Da darf halt nicht mehr gecoacht werden von außen. Es darf auch nicht von außen geholfen werden, sondern wirklich, da sind die Reiter 5 bis 7 Minuten nochmal für sich alleine und dann geht's los. Damit die Reiter natürlich ihren Einsatz nicht verpassen, hat der Hof hier eine Festinstallation von uns bekommen, die wir auch pünktlich zur Gym fertigstellen konnten. Das Ganze mit One Systems Lautsprechern, genau, die da oben sind. Denen erzählt Nico euch jetzt noch. Ja, genau, das ist die One Systems STH Serie, das sind die 106-STH. Ist ganz cool, sag ich mal, die günstigere von One System, spielt aber sehr gut. Ich finde klanglich auch ziemlich cool, muss ich sagen. Und ich dachte erst, ne, ist echt in Ordnung. Und ich dachte, ein Datenblatt zu 87 dB Empfindlichkeit, oh, das könnte eng werden, aber das, da trennt sich ja Datenblatt von Realität. Ich finde die Dinger super gut, muss ich sagen. Den Antrieb schauen wir uns gleich nochmal im Sprecherhäuschen an. Spinne. Du rockst die Regenrinne. das ist einfach ein 50er Rohr einbetoniert, natürlich mit Kabelschlauch ordentlich gemacht und im ordentlichen Sommerkabel. Und ja. Die beiden da oben sind wetterfest, werden die hoffentlich für die nächsten Jahrzehnte hängen und guten Ton auf Abreiteplatz und Collecting-Ring bieten. Hier befinden wir uns auf dem Abreiteplatz. Hier darf natürlich noch gecoacht werden von Trainern und Eltern. Und hier befinden wir uns im Collecting-Ring. Hier darf nicht mehr gecoacht werden, weder von Eltern noch Trainern.
Wir befinden uns jetzt hier gerade auf dem zweiten Abreiteplatz, den wir beschreiben müssen. Ja, zwei Abreiteplätze und dieser liegt ganz schön weit weg. Ja. Wir konnten hier kein Kabelweg hinlegen, was uns zu einer anderen Lösung bewegt hat. Man hört es auch gerade im Hintergrund übrigens. Ja. Dieser Abreiteplatz liegt von der Ovalbahn gut 350 Meter weg, was uns natürlich mit Reitwegen, Fußgängerüberwegen und allem möglichen Kram Schwierigkeiten bereitet hat. Aber ich denke, wir haben eine sehr gute Lösung gefunden. Wir haben halt den Strom über einen Baum gezogen, sehr, sehr hoch, damit ihm niemand darüber fällt auch, oder halt sich hängen bleibt, wenn er mit dem Pferd lang reitet und irgendwelche Fahnen in der Hand hat und so weiter. Und das Signal haben wir mit Funk rübergeschossen, das zeigen wir euch mal eben. Da der Abreiteplatz ziemlich spät bestellt wurde, man kann sagen, wirklich kurz vor knapp, und sagten, ah, wir brauchen hier noch einen Lautsprecher, konnten wir keine wetterfesten Boxen mehr ordern. Aber ich habe noch meine guten Mackie SRM 450 rumstehen gehabt und die mussten jetzt dafür herhalten, aber machen hier auch, wie ich finde, einen sehr, sehr guten Job. Haben auch ein paar Tropfen abbekommen, haben es aber überlebt. Wir haben die hinten so ganz professionell mit einem bisschen Müllsack und Gaffer geschützt, dass die Endstufe wenigstens Luft kriegt, aber nicht wegschwimmt. Und ja, das funktioniert ziemlich gut. Das ist ein Aktivlautsprecher, der von einem Empfänger gespeist wird. Und das zeigt euch mal eben Kelvin, wie wir das funkmäßig hier gelöst haben. Wir befinden uns jetzt hier am Empfänger. Das Ganze haben wir gelöst mit einem EW300 G3 Empfänger, der gespeist wird von zwei Paddelantennen, die wir hoch an die Bäume gehangen haben, um bestmögliche Funkverbindung zu kriegen. Die Sendeeinrichtung zeigen wir euch gleich noch einmal. Dieses Jahr konnten wir leider die Ovalbahn nicht von innen nach außen bescheiden, deswegen haben wir nach einer Alternative suchen müssen und diese haben wir auch gefunden. Wir nutzen 6 Lautsprecher, die den Diapolito-Effekt nutzen, um einen gleichbleibenden Pegel zu haben und auch eine weitreichende Strecke zu überbrücken, da wir hier ungefähr 50 bis 60 Meter haben, bis wir bei den Zuschauern sind. Und das muss ja da auch noch ankommen. Und beziehungsweise haben wir es dort nochmal aufgefrischt, wie zeigen wir euch gleich. Jetzt aber erstmal zu den Lautsprechern, die wir hier haben. Die haben wir im gleichen Abstand aufgestellt, um wirklich eine gleichbleibende Pegelverteilung zu haben, damit die Reiter nicht an extrem lauten Lautsprechern vorbeireiten müssen, sondern wirklich, dass sehr harmonisch war. Wir hatten auch keinerlei Beschwerden von irgendwelchen Reitern und wir hatten nicht ein Pferd, was sich vor irgendeinem Lautsprecher erschrocken hat. Oder von einer Mülltüte, so wie sonst üblich ist, sage ich mal. Ja. Es ist natürlich immer schöner, das von innen nach außen zu beschallen, wenn man die Boxen auf die Ovalbahn stellen kann, weil die Richter weniger Direktschall abbekommen. Hier war es nicht anders möglich. Wir mussten auf eine lange Seite gehen. Natürlich kann man auch die Boxen einmal rundherum stellen. Das Problem ist aber dabei, dass man immer verschiedene Abstände zu jedem Lautsprecher hat, direkt, und dementsprechend unglaublich viel Echo hört. Echo kann man nie verhindern, das ist einfach Physik. Man kann es aber eindämmen, das haben wir eben mit der Methode gemacht, dass wir von einer Ebene, die wir eben hier lang haben mit 6 Scores, einmal rüberschießen, das dann mit kleinen Würfeln nochmal aufholen, um das Publikum nochmal aufzufrischen, damit die auch jedes Wort ordentlich verstehen. Achso, wir haben die übrigens auch mit so kleinen Brettchen hier unten nochmal gerade gemacht, weil ich sehe auch ganz oft, dass viele das hinstellen und die Box steht schief, dann kommt ein Stück Wind und dann ist die umgeweht. Das Stativ steht schief. Das Stativ steht schief, genau, richtig. Das haben wir diesen kleinen Brettchen verhindert, nicht schön, aber selten. Die Richter saßen hier, 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 hier und hier. Wir befinden uns hier auf unserer rostigen Basslokomotive. Sieht wirklich ein bisschen so aus, ja. Es kam wirklich einer auf mich zu, der hat gesagt, ich finde, der Bass ist ziemlich geil, aber kommt der wirklich aus diesen kleinen Boxen, die hier auf der Bahn stehen? Ich so, nee, das wäre aber echt schön. Denn wir befinden uns hier mit unserem Bass-Array hinter den Werbebannern, mitten im Wald, kann man sagen. Ja, der letzte Bass kuschelt schon mit dem Gebüsch. Und dementsprechend war das sehr unauffällig, aber trotzdem war der Bass sehr präsent. Aber warum stehen die jetzt hier in dieser Anordnung? Das ist eine ganz logische Erklärung. Und zwar wollen wir den Bass richten, dass wir nämlich nicht so viel Bass im Sprecherhaus haben und auf dem Abreiteplatz. Der übrigens Abreiteplatz direkt hinter ist. Genau, befindet sich quasi rechts vom Array und links vom Array, 20 Meter davon entfernt, befindet sich das Sprecherhaus, in dem war der Bass kaum wahrnehmbar, was schon sehr gut war. Genau, man nutzt dabei einfach die kohärente Wellenfront, und zwar ist es so, dass ein Bass alleine eigentlich wie eine Kugel abstrahlt, und hier haben wir halt ein bisschen die Physik genutzt, das Feuer simuliert, und dementsprechend schießen wir wie eine Superniere gerade auf die Bahn und links, rechts und dahinter ist Ruhe.
Wir sind gerade hinterm Sprecherhaus, es ist ein bisschen höher gelegt und darunter haben wir unsere Technik verbaut, die für die Ovalbahn zuständig ist. Wir haben hier unten eine PowerSoft X8, eine 8-Kanal-Endstufe Digital-Amp, die wir hier für unsere 6 Scores verwendet haben und für die 18-Zoll-Bässe. Wir brauchten eben hier eine Endstufe mit 4 Kanälen, weil wir eben auf die Bässe einzelne Zeiten geben mussten. Darüber befindet sich ein Sennheiser EW300 In-Ear-Sender, dem das Signal über ein BNC-Kabel zur Antenne schickt, einem Steher und das Ganze rüber schickt zu unserem Abreiteplatz, damit die auch auf der großen Entfernung ihren Einsatz nicht verpassen. Nochmal kurz was zur Endstufe, ist eigentlich ein Drehstromverstärker, aber wir haben hier wirklich nur eine Phase zur Verfügung, weshalb da ein Adapter auf Schoko dranhängt und der Amp auf 10 Ampere Single Phase limitiert ist. Und ich finde es trotzdem ziemlich krass, was der mit so wenig Strom trotzdem an Power raushaut. Das hätte ich nicht gedacht, muss ich sagen. Wahnsinn, ich finde das Ding super. Ich stehe hier am Steher, oben dran befindet sich unsere Richtantenne und ein Access Point. Auf dem ganzen Gelände haben wir 2 Access Points benutzt, um ein flächendeckendes WLAN-Netz zu erreichen. Die haben einen Radius von 122 Metern, von daher fiel uns das nicht wirklich schwierig. Das Ganze haben wir benutzt, um die SQ zu steuern, die wir nachher noch im Zelt sehen werden. Den ganzen Steher haben wir natürlich beschwert, weil hier Publikumsverkehr ist mit ungefähr 100 Kilo und natürlich noch nett beleuchtet für die Nacht. Wir sind hier am Sprecherhaus, wo wir gerade schon mal dahinter waren und hier sitzt nämlich die Meldestelle und der Sprecher drin. Wir müssen aber noch kurz einen Moment warten, wenn wir rein können, denn hier ist nämlich unsere Signalampel, wo auch nochmal hier auf dem Schild beschrieben ist, dass wenn die rot ist, gerade hier draußen eher leise gesprochen werden soll oder man nicht reinplatzen soll, da eben auch Umgebungsgeräusche so auf die Anlage kommen. Also erst wenn grün ist, dürfen wir rein. Wunderbar. Guck mal, wer da ist. Hallo, ich befinde mich hier am Platz von unserem Sprecher und zwar hat Henning das ganze Turnier hier gesprochen über ein BP40, ein Podcast-Mikrofon, was wirklich sehr guten Dienst geleistet hat mit unserer Sprechstelle, die wir haben, über die wir die Ampel steuern können und er auch sein Mikrofon selber freischaltet. Zusätzlich haben wir hier noch 2 Klinken verbaut, weil hier von 2 Rechnern Musik abgespielt wurde. Das Ganze geht dann hier unten auf unsere Stagebox. Hier unten ist es nicht wirklich spektakulär. Wir haben hier eine NNT DX168 Stagebox. Hier haben wir eine T-Amp E400 Endstufe, die fest installiert ist. Das haben auch wir gemacht und die treibt die beiden One Systems Boxen an, die wir gerade eben gesehen haben. Und das war es schon. Ebenfalls haben wir hier noch ein bisschen weitere Technik verbaut. Und zwar ist das so, dass Henning selber auf den Monitor verzichten konnte. Den haben wir dann bei uns in der FOH gestellt. Aber die zweite Box wollte unbedingt die Meldestelle haben. Das ist eine JBL 305P MK2. Das ist ein ziemlich günstiges, aber sehr cooles Teil, wie ich finde. Und zwar hat sie hier drüber die Funkmikrofone gehört. Denn wenn die Passbahn gelaufen ist, wurde über das Funkmikrofon moderiert. Und die ist hier ungefähr 150 Meter von diesem Haus entfernt. Und sie muss die Noten mitschreiben. So musste sie den Platz nicht verlassen und konnte weiterhin am gleichen Platz die Noten in das Programm eintragen, weil sie das hier drüber gehört hat und konnte hier drüber auch ebenfalls ihre eigene eingespielte Musik überprüfen. Damit das Ganze ein bisschen besser klingt und sie sich besser regeln kann als bei Windows, danke Kelvin, haben wir hier ein Focusrite Scarlett 2i2 noch. So kann sie sich hier ein bisschen schön regeln per USB. Es denkt auch ein bisschen besser und das war dann ganz cool. Was soll das eigentlich? Bumm, Alter. Zwischen den Lautsprechern müssen sich natürlich auch Kabel befinden. Da diese immer eine Stolpergefahr bergen, haben wir diesmal etwas Neues ausprobiert und ich finde, das hat sehr gut funktioniert. Und zwar haben wir überall so Zelthaken, beziehungsweise sind das Haken für so Gartenplan benutzt. Das heißt wie so ein U. Das haben wir super, kann man super einfach hier drauf machen, ein bisschen festtreten, nicht allzu fest, aber es verhindert schon, dass das Kabel eine Stolpergefahr birgt. Dann braucht man es nicht defendern, weil wenn man die ganze Strecke hier defendert hätten, dann hätten wir noch mal einen LKW voll Defender da haben müssen und das kann auch kein Mensch bezahlen. Außerdem will das kein Mensch sauber machen. Deswegen eine sehr saubere und sehr gute und kostengünstige Lösung hier mit diesen Haken. Ich stehe jetzt hier an einem von den vorhandenen Lichtmasten und zwar haben wir diese genutzt, um auf der gegenüberliegenden Seite der Scores noch einmal aufzufrischen fürs Publikum. Das haben wir insgesamt mit 10 Aleas gemacht, die wir ungefähr in 4 Meter Höhe positioniert haben. Nun müssen die Kabel aus dem Zelt, aus dem Sprecherhaus ja irgendwie auch zusammengefügt werden. Das heißt, aus dem Zelt, wo unsere Hauptzentrale steht, müssen die ganzen Signale auch zum Sprecherhaus via CAT5E und CAT6A
rüber. Also für den Access Point, für die Stagebox und Speaker und Kabel für die Alleas, die wir eben gesehen haben. Dafür haben wir eben ganz normale Adam Hall Defender Mini, aber hier in der Version, die durchleuchtbar ist. Und wir haben hier drin einen LED-Lichtschlauch liegen. Das heißt, auch wenn nachts das hier ein bisschen dunkel sein sollte, fliegen Leute nicht hier drüber, weil sie sehen, da leuchtet was gelb. Wir befinden uns hier an dem zweiten Steher, und zwar ist das der Steher am Zelt, den wir genutzt haben, um unsere Richtantennen für unsere Mikrofone zu befestigen. Und auch hier sitzt ein Access Point.